Mit Excel lassen sich wunderbar Aktienkurse verwalten. Dafür hat Microsoft ab der Version 2007 eine schöne Funktion eingebaut, über die sich Aktienkurse direkt über die Börse abrufen lassen und in Excel einfügen lassen. Und auf Wunsch kann man diese dann auch ganz schnell aktualisieren, entweder automatisch oder manuell. Wir zeigen einmal, wie das hier funktioniert. Und zwar geht man dazu in den Bereich Daten und findet hier die Funktion vorhandene Verbindungen. Falls dieser Button nicht da sein sollte, ist er eventuell versteckt, weil das Fenster einfach zu klein ist. Dann sieht das zum Beispiel so aus. Dann ist die Schaltfläche hier hinter externe Daten abrufen versteckt und heißt eben auch vorhandene Verbindungen. Wir verbreitern das Fenster jetzt mal wieder. So, klickt man hier auf vorhandene Verbindungen, bekommt man diese Liste der Verbindungen, die bereits in Excel verfügbar sind. Und hier markiert man diesen Eintrag MSN Money Central Investor Aktienkurse, um auf die Aktienkurse zugreifen zu können. Diesen Eintrag markieren und auf Öffnen klicken. Und jetzt möchte Excel noch wissen, wo denn diese Daten importiert werden können. Dazu kann man die Zellkoordinate hier angeben oder einfach hier anklicken, wo es hin soll. Wir nehmen jetzt einfach mal diese Zelle und klicken auf OK. So, und jetzt muss man angeben, welche Aktienkurse man denn hier haben möchte. Man kann im Prinzip beliebig viele Aktienkurse eingeben oder auch nur einen. Und wir machen das jetzt mal am Beispiel für verschiedene. Wichtig ist, dass man immer angibt, aus welchem Land die Aktien kommen, und zwar mit dem Kürzel DE, dann dahinter den Doppelpunkt und das Kürzel oder das Tickersymbol des jeweiligen Aktienkurses. Das wäre zum Beispiel für die Deutsche Bank DBK. Und möchte man jetzt noch weitere Aktienkurse haben, gibt man diese mit einem Komma getrennt ein. Also den ersten Kurs, dann das Komma und dann wieder DE Doppelpunkt. Und den nächsten Kurs nehmen wir mal die Deutsche Telekom, DTE. Dann wieder Komma und DE Doppelpunkt und zum Beispiel BMW für die BMW-Aktien. Dann nehmen wir noch die Linde Aktie, die hat das Kürzel LIN. Und zum Schluss noch DE Doppelpunkt für Siemens SIE. Wichtig ist, dass man hier noch das Kontrollkästchen Wertbezug immer verwenden ankreuzt, damit man die Liste später auch aktualisieren und auf den neuesten Stand bringen kann. So, hat man die gewünschten Aktien eingetragen, werden diese mit einem Klick auf OK abgerufen und dann als Tabelle Stock Quotes Provided by MSN Money in Excel eingefügt. Und hier findet man jetzt für jede Aktie, die man angegeben hat, eine eigene Zeile. Hier zum Beispiel die Deutsche Bank, die Deutsche Telekom und die entsprechenden Werte. Der letzte Kurs, der vorherige Kurs, Höchst- und niedrigste Werte und so weiter. Jede Menge Informationen, die für Aktienbesitzer interessant sind. Und damit hat man jetzt zumindest die jetzt aktuellen Kurse. So, möchte man diese aktualisieren, gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Man kann die entweder manuell aktualisieren per Mausklick oder das Ganze automatisch aktualisieren lassen. Und wir zeigen mal, wie das funktioniert. Wenn man diese Liste jetzt zum Beispiel manuell aktualisieren möchte, klickt man einfach hier oben auf Alle aktualisieren. Und dann wird diese Liste im Hintergrund aktualisiert. Man sieht das nur ganz kurz in der Statuszeile, dass hier unten diese Abfrage durchgeführt wird und die Tabelle auf den neuesten Stand gebracht wird. Man kann das Ganze aber auch automatisieren und so einstellen, dass die Liste automatisch aktualisiert wird, zum Beispiel alle 60 Minuten oder beim Öffnen der Datei. Dazu klickt man hier oben auf Verbindungen und findet hier die gerade eingerichtete Verbindung zu den Aktienkursen. Hier klickt man dann auf Eigenschaften und kann jetzt hier festlegen, wann aktualisiert werden soll. Zum Beispiel alle 60 Minuten oder und dann hier alle 30 Minuten, wie man es halt möchte. Oder man kreuzt hier an, dass man beim Öffnen der Datei automatisch die Kurse aktualisieren möchte. Und dann muss man das nicht manuell machen, sondern Excel sorgt automatisch dafür, dass die Aktienkurse immer aktuell sind. Und eine schöne Sache ist, dass man mit diesen Daten, die man jetzt hier von den Börsen bekommt, auch normal rechnen kann. Also über diese ganzen normalen Koordinaten, die kann man jetzt auch für Berechnungen oder für Diagramme verwenden.
kann das zum Beispiel so machen, dass man jetzt hier sagt, mein Depot, um dann zu verwalten, wie viele Aktien man hat und welchen Wert die denn gerade haben. Dann nehmen wir zum Beispiel mal hier die Zahl Aktie, dann die Anzahl, wie viele Aktien ich habe, dann den Einzelwert und den Gesamtwert. So, und jetzt kann man ganz normal über die Formelfunktion von Excel auf diese einzelnen Zellen verweisen, zum Beispiel mit gleich, ja, dass wir hier die Deutsche Bank haben. Davon haben wir, sage ich mal, 15 Stück. Die haben den Einzelwert und den holen wir jetzt wieder aus der Tabelle mit gleich diesen Eintrag, den letzten Wert. So, und dann muss man hier nur noch zusammenrechnen, was denn das ganze Wert ist. Alle 15 Aktien mal den Einzelwerten sind 404,55 €. So, und das Ganze muss man jetzt einfach nur noch erweitern auf die 5 Aktien oder wie viel man eben hat, indem man zum Beispiel hier die Zeile markiert und dann mit dem kleinen Anfasser das Ganze hier runterzieht. Und dann werden automatisch die Formeln erweitert auf die jeweiligen Aktien, die man hier hat. So, jetzt muss man hier im Prinzip nur noch die Gesamtsumme berechnen, indem man zum Beispiel hier auf die Summenfunktion Autosumme klickt. So, und schon hat man sein gesamtes Aktiendepot mit den verschiedenen Werten. Die sind natürlich jetzt hier etwas eigenartig. Wir können ja hier mal die richtigen Werte eintragen, die auch realistisch sind. So, und schon hat man sein eigenes Depot mit Bezug auf die aktuellen Aktienkurse angelegt und kann halt hier immer verfolgen, wie denn sich das eigene Depot entwickelt. Und wenn man diese ganzen Daten aktualisiert, dann aktualisieren sich auch immer diese Werte, die man hier unten eingetragen hat. Zack, schon haben wir den aktuellen Wert, der mal wieder ein bisschen gestiegen ist.